weiß ja nicht, ob es hört. Jetzt ist laut. Okay, da kommt gerade ein Flugzeug. Aber es läuft Musik in Splatsville. Ich glaube, das hört man gar nicht. Aber für die Musik sind wir nicht da. Wir sind hier für die News, denn es gibt Big News. Willkommen erstmal zum heutigen Big Run. Genau, und ich dachte mir einfach mal, yo, wir nehmen die News auch nochmal mit. Deswegen, ja, machen wir es einfach mal so und nehmen die News mal hier mit. Und deswegen, ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache. So, gut, machen wir es einfach so. Dann könnt ihr auch den ganzen Text mal lesen. Das ist auch super toll, endlich mal. Wir haben einmal ein Splatfest direkt am Anfang. Und ja, das werde ich dann aber im Splatfest dann wählen, das Thema. Beziehungsweise, ja, das Team. Aber als erstes kriegen wir hier eine Splatfest-Ankündigung mit auf YouTube. Und das ist das Jubiläums-Splatfest. Und das ist das Jubiläums-Splatfest. Wir werden da am Boss am besten. Echt jetzt, wer so ein Syndicate ausführen wollte, ich, du oder Mantaro? Exakt, weil gleich klar ist, dass jemand so edel, schlau ist und bescheiden ist wie ich. Bescheiden mit meinem großen Herz und großen Lächeln bin ich die Beste. Pardon, ihr zwei, aber wenn es um Große geht, laufe ich euch beide im Gang ab. Nicht wenig Konflikt von, das ist ja dieses Thema, ob so eine Sinnigkeit das wohl überlebt. Klar doch, und falls nicht, vereine ich uns drei wieder, und zwar als Morimi Syndicate. Wenn hier ein Boss wird, dann bin ich das. Er fragt mir die Sache objektiv. Ich eröffne unseren Splatfest mit Bravour. Und ich beschließe, ihn ebenfalls flagrant, ganz wie er es einer Einführung obliegt. Aber ohne mich wäre die Sendung voll öde, wie Seepocken beim Wachsen beobachten. Wenn das mich nicht in unseren wahren Anführern macht, dann weiß ich auch nicht. Und kriegt euch doch nicht gleich in die Schuppen, ihr zwei. Was denkst du eigentlich, Mantaro? Wer soll Chefin werden, Marco oder ich? Eher keine, oder? Viele scheinen hier mich als Nummer 1 anzusehen. Wie meinen? Ich bin einfach verlässlich, stabil und ich bin immer für euch da. Wie süß von dir, du bist echt lieb, Mantaro, aber unser Anführer bist du leider nicht. Nun ist die Objektivität in unserer Hand, die Entscheidung fällt im Step fest. Pah, von mir aus, macht schon euch darauf gefasst, mit Chefin zu nennen. Wird ja dramatisch, die Sache. Gibt ja noch Krampf in der Küche. Und das war's erstmal. Vergesst nicht abzustimmen. Das wird schließlich für die Anpassmenü, wenn ihr gewählt habt. Sagt, läuft die Kamera einfach noch? Ob so einer Technik liegt? WTF? Hä? Was ist das denn? Mitnichten, hört mal, eine Einmeldung kommt gerade rein. Tatsache, und sie kommt von der Gamer, ja, richtig? Der Big Run, den wir heute haben. Ein Big Run steht kurz davor. Bitte? Ein gewaltiger Salmoninenschwarm nähert sich den Oyama-Omehami-Rubin. Ist ja echt eine Frechheit, wo doch bald das etwas ist und so. Oder auch nicht, wenn keiner der Salmoninen auf die Pfosten tritt. Exakt, der Anstand muss aufgehalten werden. Darum seid ihr gefragt, liebe Hörer, rasch zu Gary, hauen auf in den Big Run. Kleiner Tipp, früh das etwas Team wählen, um mehr Trikots zu kriegen. Das gilt, glaube ich, leider nicht. Ich weiß nicht, ob ich das sehen werde. Mal gucken. Allerdings erst in der Aufwärmphase, aber dann ist Run an in the Run. Das ist dem Big Run am Ende, kleckst die Klammen und Kumpanen weg. So, und wir haben ein Update. Die neue Season ist da. Die Sturmsaison 2023. Hurra, die neue Saison hat offiziell begonnen. Schon mal prächtig, bin sowas von am Feiern. Und was Mori so schönes feiert, das spielen wir gleich mal ein. Den Kartuschierer und den Schwabschwascher. Super krass, nochmal zwei Waffen in meiner Arme, Schätzchen. Die sehen cool aus. Ach, was dabei, was man den Faust bedienen kann. Und wir haben neue Dinger hier, das werde ich jetzt nicht durchgehen. Kaligraph Fresco, Seespin, Skyline und die Frachtschiff-Schwertfische. Ich kann die deutschen Namen ruhig noch gar nicht, ich weiß nicht mal. Keine Hilfe, wochenlang gelabert, schon gar nicht, wenn es neue Arenen gibt. So viel Zeit muss sein, aber die neuen Arenen sehen schon so gut aus. Du meinst kurz fürs Kämpfen, oder? Dafür sind die nämlich da. Volle Klecks, Raffo raus! Und was noch? Neues von der Gerbe-Jaha. Der Räucherwerk. Dazu befindet ihr im Werk in einem brandneuen Einsatzgebiet. Ah, wie bitte, dafür ist Geld ja, aber für ein Kinderschiff Feuer, ja. Da kann man Regelkampfreihe sammeln. Ja, genau, cool. Und was ist sein, Mori? Schreibt mir voll durch die neue Season. Ihr könnt durchstarten, wie ihr wollt. Ich krieg euch alle. Aha, los geht's. Und wir haben. Könnte ich skippen. Aber das war's. Die News. Wir haben einmal das Splatfest ankündigen bekommen. Dann nochmal eine Transition zum Big Run sogar gehabt. Und nochmal die neue Season-Ankündigung. Gerade läuft irgendwie immer noch nicht die neue Map. Keine Ahnung warum. Warum auch immer das nicht kommt. Aber. Es kommt ja auch erstmal der Big Run. Genau. So. Kann ich jetzt hier was machen? Hallo? Ah, cool. Neue Season. Ja, stimmt. Ja, super. Ich bin wieder S. Geil. Dankeschön. Neuer Katalog. Sehr geil. Gut.
Aber wir wählen nicht das Team, wir werden es im Stepwise wählen, das wird dann in einer Woche kommen. Wir gehen erstmal in den Big Run rein. Und da sind wir auch schon in der ersten Big Run-Runde des Videos. Genau, ich habe auch die Kamera ein bisschen anders positioniert, dass ihr ein bisschen mehr seht als normalerweise, hoffentlich mal. Ich kann jetzt mal kurz gucken. Und oh, wir haben direkt die neuen Doppler. Geil, ich habe eigentlich gehofft, dass wir die noch heute bekommen. Aber wir haben die tatsächlich schon in der ersten Runde direkt bekommen. Geil, denn der Grund, warum ich hier wieder einen Big Run mache, ist nicht nur, weil es wieder einen Big Run gibt, weil im letzten Big Run habe ich den ja nicht gemacht, im letzten Big Run, sondern weil es neue Waffenarten gibt. Es sind die Bär-Doppler. Hier seht ihr die auf jeden Fall nochmal in voller Pracht. Und ja, mit denen kann man auf jeden Fall einiges machen. Ihr seht auf jeden Fall hier, man kann ein bisschen viel rollen damit. Ich hatte sowieso schon gedacht, yo, wenn es Doppler gibt, kann man eigentlich unendlich rollen. So, es ist einfach so. Und das ist tatsächlich auch eingetroffen. Man kann ja mit den Dopplern unendlich rollen, bis halt die Tinte ausgeht. Ich kann mal gucken, ob man wirklich unendlich rollen kann oder 8-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ja, 8-mal und dann bin ich gestorben. Cool. Aber nee, man kann, glaube ich, mit den unendlich rollen. Und das ist geil. Das ist wirklich, wirklich cool. Und ja, das ist jetzt dann nice. Deswegen dachte ich mir, yo, ich mache wieder eine Big Run-Folge so. Kann ja mal nicht schaden, wieder mal. Nachdem es neue Waffen gab, nachdem ich im letzten Big Run nichts Neues gab, wirklich ist. Finde ich es wirklich cool, dass es hier wieder ein bisschen was gibt. Und ja, der Nachteil bei den Waffen sind auf jeden Fall, dass es keine wirkliche Reichweite hat. Ich meine, wenn man rollt, dann hat man eine gute Reichweite hier. Seht ihr auf jeden Fall ein bisschen. Aber ansonsten hat man wirklich keine große Reichweite mit den Waffen. Und die schießen auch gar nicht mehr so schnell. Ich glaube, die schießen genauso schnell wie normale Doppler eigentlich. Ein bisschen schneller vielleicht, aber auf jeden Fall so schnell wie Sprankler, würde ich mal schätzen. Vielleicht sogar langsamer, ich weiß es gar nicht mal. Und ja, mal gucken, was wir mit denen hier noch machen. Hier sind noch ein paar Eier auch. Und ja, also der Grund war einfach darum, weil es halt neue Waffen gibt. So sieht es aus. So. Und ja, ich spiele tatsächlich den Big Run nicht zum ersten Mal. Das ist nicht meine erste Runde direkt, das ist meine erste Runde des Videos jetzt hier. Aber ich habe schon davor ein paar Runden gespielt von Big Run, schon um 2 Uhr morgens, wo ich es begonnen hatte. Und es ist wirklich gerade Nacht. Deswegen, oder bis Nacht? Nee, man kennt wirklich noch nicht ganz, ob es Nacht ist oder nicht. Das ist sehr, sehr komisch hier auf der Map. Sogar noch stärker als auf der anderen Map, auf der Schwertreservoir. Und ja, ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Es ist, 2 Uhr morgens habe ich begonnen, bis 4 Uhr habe ich das noch gezockt, das Ganze. Ja, so lange, es tut mir leid. Ja. Aber ich dachte mir so, yo, ich beginne den Big Run mal ein bisschen früher, weil das Ding ist halt so, yo, die ganzen Schwitzer sind halt alle so, zu Beginn direkt online. Deswegen dachte ich mir so, yo, wenn alle schon auf 40 sind, dass ich dann Hoffnung habe, yo, ich kriege keine Losties im Team, also keine Leute, die halt scheiße sind in der Runde so, die jetzt halt absolute Anfänger sind, sondern halt wirklich nur gute Leute am Anfang, weil sie gesagt, jeder ist auf demselben Level. Deswegen hat man eine Hoffnung, yo, man kriegt halt bessere Mates, ne? Das ist das Ding. Und jetzt bin ich auch, glaube ich, schon auf 300 vorgedrungen. Ich hatte auch, glaube ich, in der ersten Runde schon, habe ich auch schon auf Twitter gepostet, neuen Rekord aufgestellt, einen komplett neuen Rekord. Ich meine, hier in den Videos werden wir auf keinen Fall irgendwie einen neuen Rekord oder sowas machen. Das ist unmöglich auf jeden Fall, weil ich einfach schlechter bin in der Aufnahme. Aber ich habe direkt einen neuen Rekord aufgestellt. Ich hatte da, beim Strap-Reservoir hatte ich 145 Eier. Und jetzt hatte ich in der ersten Runde direkt schon 146 Eier geholt. Und das ist mein absoluter Rekord. Und beim letzten Big Run war es halt so, dass mir da 5 Eier gefehlt haben. Und ja, es ist crazy, dass ich in der ersten Runde direkt einen Rekord aufgestellt habe. Das hätte ich echt nicht erwartet so beim Big Run. Aber es ist dann irgendwie noch passiert. Und ich werde das irgendwie noch am Ende hier noch überleben, damit wir nicht verkacken. Das wäre auf jeden Fall sehr scheiße. So. Gut. Dann hätten wir das geschafft. Sehr gut. Okay. Ja, das läuft hier gerade absolut grottenschlecht. Es tut mir leid für das schlechte Gameplay, aber es ist halt so. Und ja, genau. Ich hab halt wirklich nicht krass gesuchtet und hatte auch in den ersten Runden direkt einen neuen Rekord aufgestellt. Absolut einen neuen Rekord, der sogar vielleicht so für 5% ausreichen könnte. Das werde ich aber dann erst am Ende des Videos sehen, welchen Rekord ich aufgestellt habe. Ich meine, es kann auch sein, dass sich das verbessert wird. Aktuell, ja, okay, ich kann es eigentlich sagen, ne, weil ich meine, der Rekord könnte sich noch verbessern. Aber aktuell habe ich, mein Rekord ist auf 165 Eier. Habe ich in den ersten 8 Runden, glaube ich, so geholt. Direkt. Ich glaube, in den 8 Runden oder so habe ich den geholt. War sehr, sehr crazy. Und ja, vielleicht, wie gesagt, könnte es schon für 5% reichen. Aber ich möchte trotzdem noch
auf die 170 gehen, weil das selbe Problem hatte ich auch schon in dem letzten Big Run, wo ich gesagt habe, yo, 145, nee, könnte nicht ausreichen, ich möchte unbedingt noch 150 holen, um sicher zu gehen. Hat dann am Ende auch nicht ausgereicht. Tatsächlich war 150 dann die Quote, die man gebraucht hatte. Von wegen, ja, dass ich das dann nicht geschafft habe, ne, mit 5 Eiern. Weil ich habe sowieso 150 nicht geschafft, das wäre sehr belastend. Und ja, deswegen möchte ich hier auf jeden Fall auf 170 gehen, damit ich dann safe bin. Und dann sollte 170 auf jeden Fall ausreichen, weil je mehr Big Runs, desto öfter, ja, wie heißt es denn nochmal? Desto höher wäre die Quote für die 5%. Deswegen, ja, wird es immer schwieriger, ne? Wird es immer schwieriger, hier was zu holen. So, wir müssen mal hier ein bisschen Ramazama machen, glaube ich, machen. Weil es sieht ja alles gerade richtig, richtig schlecht aus. So, machen wir hier den Big Shot tot. Haben die Quote, gut. Dann bin ich auch hier weg. Hier ist einfach nur, also die Runde war eh Krebs, so. Das war eh keine Chance. So, ja, tschüss, ich bin schon weg, alles gut. So, dann campen wir noch ein bisschen was hier. Boom, machen wir ein bisschen so und dann haben wir es. Perfekt. Gut. Ja, deswegen will ich auf 170 gehen diesmal. Und ja, es gibt übrigens keinen neuen Boss. Das finde ich sehr schade. Statt einem neuen Boss gibt es jetzt eine neue Map und eine neue Bärwaffe. Finde ich aber auch in Ordnung. Deswegen habe ich noch ein Big Run was zu zeigen. Beim letzten Big Run hatten wir nur eine neue Map bekommen. Also eine komplett neue Map. Wir haben jetzt die Rückkehr der alten Map. Also eine alte Map kam ja zurück. Und ja, deswegen haben wir halt den Grund gehabt, um wieder Big Run zu machen. Beim letzten Mal hatten wir gar nichts Neues gehabt. Und ja, ihr seht schon, ich bin 340 schon. Das ist crazy. Hab die Nacht durchgesuchtet eigentlich. Deswegen, ja. Starten wir in die zweite Runde. Und ja, wer mich kennt, weiß auf jeden Fall, welche Entwicklung ich mit Big Run hatte bis jetzt. Oh, wir haben X-Rang-Spiele, okay. Aber es sind alles wieder Schmutz-Teammates, also es wird wieder nix. Aber in der Aufnahme war das sowieso nichts Neues, Krasses. Ich meine, ich werde eh keinen neuen Rekord aufstellen und wir haben den Bogen, das war sowieso mit der Runde. Aber ja, wer mich kennt, weiß auf jeden Fall, welche Entwicklung ich mit Big Run hatte. Also ich hatte wirklich nur Unluck mit Big Run, das ist echt belastend so. Ja, in der ersten Big Run, ich kann ja mal ein bisschen so meine Geschichte mit Big Run sozusagen erzählen. Und ja, in der ersten Runde von Big Run war es so, yo, das war ja die Thunder Fun Park Map. Da war es so, yo, ich habe mich gar nicht mehr wirklich angestrengt für den Big Run. Ich hatte noch keine wirkliche Salmon-Erfahrung gehabt in dem Big Run. Auch in dem Big Run hier auch hatte ich keine Erfahrung wirklich, ich habe keine Tutorials wirklich angeschaut, wie man was im Salmon macht. Und deswegen war ich dann wirklich sehr zufrieden, dass ich am Ende 118 Eier bekommen habe. Was echt schon crazy für mich war so. Ich glaube, das war mein aktueller Rekord sogar, weil in Season 2 war ich eh nie krasser Big Run, nie ein krasser Salmon Run Suchti. Deswegen war es eigentlich schon wirklich eine Überraschung, dass ich das so krass geholt habe eigentlich. Und ich war sehr happy. Ich war wirklich sehr happy darüber, dass ich auf jeden Fall hier die 118 Eier hatte. Aber dann dachte ich mir, yo, 5% gibt's ja als Quote. Ich brauche die 5% so. Ich brauche die 5% unbedingt. Und deswegen haben wir mich auf jeden Fall angestrengt. Und im zweiten Big Run dann 141 Eier geholt. Ich habe mich noch ein bisschen erkundigt. Ich war ein bisschen besser in Salmon Run dann geworden. Aber das hat leider nicht gereicht. Es hat einfach nicht gereicht. Es war scheiße so. Was soll man da machen? Es war einfach nur scheiße. Und ich konnte halt nichts dagegen tun, weil es hatte ein einziges Ei gefehlt. Es war belastend. Es war wirklich sehr, sehr belastend. Dass wirklich nur ein einziges Ei gefehlt hat. Und ja, ich habe es dann deswegen nicht geschafft. Ich war dann sehr, sehr wütend. Ich war dann sehr, sehr sauer bei der Ankündigung so. Weil ich war eigentlich mit meinen 140 Eiern sehr zufrieden. Ich hatte 140 Eier. Die Quote war 141 Eier für 5%. Sehr belastend, dass ich das nicht bekommen habe. Dann ja, kann man nichts machen. Und ja, da war ich sehr sauer. Ich hatte ein einziges Ei nur gehabt und hätte ich es geschafft, aber nein, natürlich nicht. Natürlich hat es nicht gegönnt. Und ja, dann das nächste Big Run war es so, yo, wenn ich das nicht schaffe, dann war es das mit Big Run für mich. Und ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Ich war, wie gesagt, ich hatte ja schon erzählt, 150 Eier war die Quote. Ich wollte 150 Eier noch holen, habe es dann aber nicht geschafft von der Zeit her. Und ja, deswegen haben wir es dann verkackt. So sieht es aus. Das war belastend, das war sehr belastend. Und ja, da konnte ich leider nicht viel tun. Genau.
Das war mega belastend. So, dann gehen wir hier nach oben noch. Genau. Und deswegen hoffe ich mal wirklich, dass ich in diesem Big Run es schaffen werde. Ich meine, ich habe 160 Eier direkt am Anfang geholt. Es könnte vielleicht schon reichen am Anfang, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Jetzt habe ich leider den Typen da nicht gekillt mehr. Ich muss mal kurz retten hier, Alter. Mein Gott, Alter, ey. Was geht denn hier schon wieder ab, ey? Eieieiei. Okay. Und deswegen hoffe ich mal wirklich, dass ich in diesem Big Run mehr schaffen werde als im letzten. Und der Typ nach da oben ist auf jeden Fall weg da. Also der nervt ja mal so krass da oben. Und ich habe halt diesen scheiß Blaster schon wieder, der nichts kann, dieser scheiß Blaster. Also das ist halt unfassbar. So, ich lebe die mal wieder. Ja, ich habe den Wiederblick perfekt. Ich hoffe mal, wir schaffen noch die Quote irgendwie. Ja, haben wir geschafft, perfekt. Dann war es das eigentlich auch schon, weil die Runde ist eh kacke. So, den haben wir noch gekillt, gut. Alter, wie es hier abgeht, Junge. WTF. Okay, ich hoffe mal nicht, dass wir sterben. Aber bis jetzt wirklich, muss ich sagen, die Map finde ich wirklich sehr, sehr nice. Ich meine, im letzten Big Run habe ich die Map wirklich gehasst, weil wenn man in der Mitte hat, hat man direkt verloren, finde ich. Weil diese scheiß Absperrung, diese krasse Wand da zwischen dem Korb, fand ich so nervig und ja, es war echt nicht nice. Von daher finde ich wirklich diesen Big Run besser, weil da hat er irgendwie mehr Platz, ne, finde ich. Man hat in diesem Big Run irgendwie mehr Platz auf der Map hier. Deswegen finde ich eigentlich die Map hier auf dem Big Run auf jeden Fall besser als im letzten. Und ja, es ist einfach nicer so, es ist einfach cooler. Und deswegen, ja, finde ich nice, finde ich wirklich gut. Könnte auch daran liegen, weil ich am Anfang halt Luck hatte mit den Mates so. Weil, ja, erste Runden so, ne. Aber man kriegt so, finde ich, viel mehr Eier raus als in den anderen Maps. Und daher, ja, guck mal, wie viele Eier schon wieder hier drin sind. Also das ist auch wieder crazy so, muss man sagen. Und ja, ich bin tot. Ja, da kann ich nichts mehr machen, weil meine scheiß Waffe kacke ist. Und wir haben ihn dran, wir haben Klotzer und einen Sinoroller. Ich glaube, das war's Problem mit der Runde. Ja, das sieht sehr belastend aus. Aber ich glaube, die Quote sollten wir hoffentlich trotzdem irgendwie noch schaffen. Mal gucken. Mal gucken. So. Nochmal probieren jetzt so tot. Sehr gut. Okay. Machen wir auch noch tot. Okay, perfekt. Jetzt muss ich mal ein bisschen konzentrieren, dass wir noch die Quote schaffen. Machen wir hier ein bisschen Action, Alter. Das kann ja hier nicht wahr sein, ey. So. Okay. Ja, ich muss mich noch ein bisschen hier konzentrieren, so, aber ja, ich habe, glaube ich, schon anders erzählt. Die Bär-Dualies finde ich okay. Ist jetzt nicht die beste Bärwaffe, aber auch nicht die schlechteste. Ich meine, ich glaube, ich finde den bei. Ich weiß nicht. Es könnte sein, dass die am schlechtesten finde. Ich bin mir nicht sicher. Oh, wir haben sogar den Typen am Start, lol, in der Aufnahme. Okay, wir haben den gemeinsam ja mal. Und den ersten Boss nochmal. Den habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt, ne? Den habe ich euch auch noch nicht gezeigt, glaube ich. Im letzten Big Run. Oh, ich habe sogar die Sniper. Nice. Dann baller ich einfach nur drauf. Das ist, glaube ich, gut. Okay. Wir ballern einfach nur drauf, weil mit der Sniper ist eigentlich nochmal sehr viel Schaden so. Okay. Aber ja, der Boss, ich finde den okay auch. Ich finde den anderen auf jeden Fall besser. Muss ich sagen. Weil er einfach leichter ist. Mit Sniper würde ich den anderen komplett auseinandernehmen so. Kann ich nicht einfärben? Doch, kann ich einfärben, okay. So, ja, wir nehmen ihn halt komplett auseinander so, ist ja klar. Weil, joa. What? Als ob ich noch ein letztes Überleben bin. Okay, der sollte alle Juwelen da hinten. Kacken. Ja, okay, das war's, glaube ich. Ja. 32 sogar. Krieg ich die Eier noch am Ende? Nee, schade. Ey, was war wirklich richtig, richtig gut eigentlich. Wir haben in unter 30 Sekunden gekillt. Das ist schon nice. Ja, 4 Silber. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, ey. Perfekt, gut. Zweite Runde ist abgeschlossen.
Wir sind bei 16 Minuten, gehe ich gerade. Von daher, zwei Runden, ich glaube, das reicht, weil sonst wird es eine XXL-Folge, weil noch die Ergebnisse kommen werden, glaube ich. Von daher würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Big Run. Ich meine, es sind nur zwei Runden, es tut mir leid. Aber ich glaube, ich habe einen guten Eindruck erfahren. Wir haben auch die Bärwaffen bekommen, das war auch sehr, sehr lucky in der ersten Runde direkt. Da haben wir euch auch noch ein bisschen gezeigt, wie das aussieht. Von daher würde ich sagen, was ist das mit dem Big Run? Ihr werdet jetzt nochmal meinen Highscore sehen. Da ist auch schon 165 Eier. Wenn auch nochmal hier in die, nicht in die Lobby. Ich wollte auf den Platz gehen. Ich wollte nochmal auf den Platz gehen, um euch zu zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Ich meine, wir haben es ja schon gesehen, wie es in dem Big Run aussieht. Aber am Anfang des Parts hat man es halt nicht gesehen. Hier sehen wir es nochmal. Ich habe das Thema immer noch nicht gewählt. Ups. Hier der Big Run ist am Start. Alles wieder rot hier. Und naja, würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Big Run. Und wir sehen es dann gleich bei den Ergebnissen wieder. Ich hoffe mal für 5% sollten vielleicht 165 Eier reichen. Könnte aber sein, dass ich noch ein bisschen mehr hole. Mal gucken, ich nehme das hier gerade am Samstag auf. Das letzte habe ich am Freitag aufgenommen, noch vor dem Big Run. Von daher, ja, ich hoffe, es gefallen. Und ja, wir sehen uns bei den Ergebnissen jetzt wieder. Die Big Run-Ergebnisse sind da und wir schauen, ob unsere Quote für die 5% ausgereicht hat, beziehungsweise unser Wert, den wir erreicht haben. Und ja, mal gucken. Wir wieder morgen früh auf und ja, mal gucken. So, genau, wir haben noch eine Ankündigung, das bin ich auch, das Ergebnis des Big Run ist nämlich da, ein Brief, ja, natürlich wieder ein Brief, den kennen wir natürlich schon, den habe ich auch schon vorgelesen. So, ich habe Ende, ein Highscore von 179 Eiern aufgestellt, das werdet ihr dann auch nochmal im nächsten Part sehen, denn es wird tatsächlich auch noch ein Bonusvideo geben vom Big Run, nicht nur ein Video, sondern auch zwei Videos diesmal, ein bisschen special-mäßig. Deswegen, ja, werdet ihr dann auch nochmal den sehen dort. Aber ich habe den dann noch am Samstag aufgestellt, den Highscore. Ich habe nochmal einen Highscore getoppt, das wusste ich gar nicht mal, dass ich den toppen kann. Und ja, wir gucken mal rein. Ich schätze 5% wird... Ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube 160 wird es sein, vielleicht sogar ein bisschen niedriger. Aber mein Highscore sollte eigentlich hoffentlich reichen. Wenn nicht, ist es wieder der größte Scam aller Zeiten, muss ich sagen. Also dann ist für mich Big Run vorbei, glaube ich. Weil ich habe wirklich keinen Bock mehr auf diesen 5%-Ding. Ne? Also es reicht noch langsam, ne? So, ich drücke jetzt A, ich hoffe mal, es reicht für 5%. Es ist eigentlich immer so passiert, Steadfast immer gewinnen, Big Run immer verlieren. Mal gucken, ob es sich diesmal ändert. Es hat sich diesmal geändert. 156, Alter, das ist sogar viel niedriger, als ich gesagt hätte. Heftig. Wenn wir so drauf haben, wow, geil, Alter. 131 für 20%, okay. Krass, ey. 156, ey. Crazy, okay. Hat hier nochmal 6 Eier gestiegen. Kindern, der Jugendtitel steht schon mal, aber der steht dafür Detektiere, klingt nach Arbeiter. Ein neuer Vorschlag, wir machen ein Streetfood-Special, ja. Nehmen wir es dafür nächste Step fest, alle in bester Margarine. Und ob an alle die neue Chefin von Summerisieren steht so gut wie fest. Rein rechtlich könnte zwar auch jemand anderes gewinnen, aber nun ja, viel Glück. Solange die Fans für uns da sind, kann man gar nichts schief gehen. Alright, dann hätten wir das, ne? Endlich mal Gold in einem Big Run Event. Das ist auch mal ein Special, das ich lange erwartet habe, Alter. Unfassbar, ey. Ich habe darauf lange gewartet, aber deswegen endlich haben wir es endlich mal geschafft, Alter. Mein Gott, ey. So, alles ist gesagt. Wir machen Feierabend. Ich mache auch Feierabend. Naja, ich gehe gleich zur Schule. Mal gucken. So. Steph ist doch schon gewählt. Jetzt wurde ich ja schon gespoilert. Scheiße. Aber wir haben die Golddeko erhalten. Die geben wir dank dir Golddeko, diesen scheiß Helikopter. Extra für deinen Spind. Sehr nice. Wir haben auch dieses geile Badget endlich nach 10.000 Jahren. Und ja, ihr seht schon, welches Steph jetzt ziemlich bin. Super toll. Ich habe schon gespoilert. Geil. Super toll. Und ja, das war der Big Run. Wir sehen uns dann in Steph wieder. Was wahrscheinlich in ein paar Tagen schon ist. Ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt. Ich glaube wirklich, in ein paar Tagen kommt schon der Stealthfest das Wochenende. Ich meine, die Stealthfest-Videos kommen dann erst später. Aber das ist auch geil. Ich meine, Big Run, Serumisenik hat ja auch wieder eine Transition gemacht zu Stealthfest. Und deswegen, ja, sehen wir uns im Stealthfest wieder. Das war der Big Run. Es wird dann nochmal in ein paar Tagen ein Bonusvideo geben mit einem Special Guest. Muss ich sagen. Und das war nicht das Ende. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die Ergebnisse jetzt hier gemacht, weil ich habe jetzt schon angekündigt, dass ich die Ergebnisse machen werde in dem Part. Deswegen würde es halt ein bisschen blöd sein, wenn ich das dann im nächsten Part erst mache. Deswegen, ja, bis dann und ciao.